Ja, gut, dann geht's jetzt mit dem zweiten Teil weiter. So, das war jetzt erstmal die Kurzfassung, warum ich denn aus dem Deutschen Handverband ausgetreten bin. Weil ich denke, ich bin nicht der Einzige, der sich da echt nicht mehr nur an den Kopf gepackt hat, sondern der vor Wut geplatzt ist. Und das war der 31. Juli 2017. Das war dann für mich erstmal so ein Schock, dass ich das eher so am 1. August dann so weiter verarbeitet habe. Und also es ist halt, wie gesagt, nur das i-Tüpfelchen. Und ich habe mir hier jetzt mal ein paar Stichpunkte gemacht. Ich habe da 50 Blatt Papier ausgedruckt, wo aber dann die gemarkerten Stellen halt interessant sind. Jetzt, wer so das Wesentlichste wissen will, der könnte jetzt dieses Video eigentlich ausmachen. Aber ich denke mir, das ist eine Geschichte, das ist so, die haben da so einen Bock geschossen. Und wer jetzt wissen will, was da im Einzelnen passiert ist und der Deutsche Handverband, was er davon halten soll, oder auch die Handfreunde Münster, und der kann gerne, also sollte sich das weiterhin angucken. Ich drehe dieses Video bewusst an einem Tag, wo ich denke, heute habe ich gute Laune, heute kann ich das positiv, also was heißt positiv, aber auf angenehme Art und Weise, vielleicht auch ein bisschen humoristisch rüberbringen, weil ich weiß, es gibt viele Leute, die können den DAV nicht leiden und haben ihre Gründe, und viele dieser Gründe haben auch eine Berechtigung. Und da denke ich mir, das ist jetzt sozusagen wie so ein Entertainment-Programm. So. Also ihr könnt euch das jetzt mal einfach so anhören, und ich mache da noch so ein paar Textstellen, und ich versuche das möglichst unterhaltend rüberzubringen. Es soll bitte keiner schlechte Laune kriegen, deswegen einfach nehmt es humoristisch. Ich habe mir hier auf meinen Notizen noch notiert: Lasst die Schrotflinte also im Schrank, seht es euch aus dem Blickwinkel der Unterhaltung an, denkt euch gerne euren Teil dabei, aber wenn ich es bislang nicht erreichen konnte, dass da noch wer zu Verstand kommt, wir aber auch nicht handgreiflich werden, dann kann man nur noch abwarten, bis die sich von alleine schaffen. Und da sind die auf gutem Weg, zumindest die Handfreunde Münster. Aber ich habe auch volles Vertrauen in gewisse Personen, die da beim DAV tätig sind. Ne? Und der Grund, warum dieses Video jetzt fast, ne, also es ist fast ein ganzes Jahr um, warum dieses Video jetzt gedreht wird, ist ja folgende. Ich war ja in diesem Verein vertretender Vorstand. Ich war von Anfang an dabei. Ich habe sozusagen, ich bin in Münster der Mann der ersten Stunde, nur dass Micha Greif dann halt diesen Verein auf den Weg gebracht hat, wo nicht nur ich mir denke, Vereinsgründung war übertrieben, weil wir haben unsere Ziele nicht erreicht. Damit dann seriöser zu werden und mehr Leute, die auf sinnvolle Art und Weise sich beteiligen, für uns zu begeistern. Und das war einer der tragenden Gründe, warum wir das gemacht haben, was uns auch ein bisschen von Micha Greif schön geredet wurde, vielleicht. Und ja, dann war im September die Wahl. Darauf bin ich hin ausgetreten aus dem Verein. Es hat dann über ein halbes Jahr gedauert, bis der Vereinsregister aktualisiert wurde. So etwas habe ich wegen einer Geschichte, wo uns schon mit Klage gedroht wurde, vom einstigen Vereinsmitglied innerhalb von 2 Monaten geschafft. Und das ist auch so, man wartet 14 Tage auf Notarstermin, dann nimmt das noch so eine Woche seinen Lauf, bis das dann vielleicht beim Amtsgericht ist, und dann brauchen die noch 4 Wochen. Also mit 1,5 Monaten ist das knapp angesetzt, aber so in 2 Monaten ist sowas durchaus möglich. Und das gehört auch dazu, wenn man dann wirklich Vereinsstrukturen hat, dass man so etwas ernst nimmt und macht. So, dann hat das jetzt irgendwie, und ich will noch kurz dazu sagen,
Ich habe zuerst abgewartet. In der Zeit hätten sie es schaffen können. Ich habe eine Frist gesetzt. In der Zeit hätten sie es nochmal schaffen können. Dann habe ich so ungefähr aufgegeben, mit denen noch zu reden, was auch reichlich spät gewesen ist. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn, damit ich nicht einen Anwalt einschalten muss. Hinterher sind die nicht zahlungsfähig. Dann zahlst du den Anwalt nämlich selber. Ne? Da hätte ich jetzt auch keine Lust zu gehabt. Und ich hätte das jetzt auch nicht eingesehen, dass es da zwei Leute verbockt haben und derjenige, der dann frisch im Verein ist und vielleicht zahlungsfähig ist, das dann aus seiner Tasche bezahlt, weil die nicht zahlen. Ich weiß es ja nicht, aber bei den Leuten, mich würde es nicht wundern. Weil Michael Greif hat sich dann ja mit dieser Vorstandswahl im September aus der, sag ich mal, aus der Verpflichtung herausgezogen, ne, und ist nicht mehr im Vorstand. Allerdings, ich meine, er hat es ja auch so weit geschafft, der Verein ist dann damit wohl hinüber. Sein Werk ist vollbracht. Und zumindest, ich habe dann die Rechtspfleger am Amtsgericht angeschrieben. Mehrere Briefe, davon waren zwei ziemlich lang und die decken sich inhaltlich auch zu einem gewissen Punkt. Und im zweiten Brief habe ich dann erklärt, so, ich habe ja alles versucht und ich habe das Recht auf Umtragung. Und das hat jetzt, ohne dass ich einen Anwalt einschalte, das muss möglich sein, dass das so auch ohne Anwalt geht. Und das hat dann funktioniert. Und dann haben die das umgetragen. So, also wahrscheinlich bin ich jetzt sogar noch derjenige, der diese Umtragung veranlasst hat, weil da schon irgendwelche Dokumente und Papiere auch vorlagen, die so vielleicht allerdings dann nicht durchgegangen wären. Genau wissen kann ich es natürlich nicht. So, das war jetzt Anfang April 2018. Da denke ich mir, gut, ich habe noch das Bankkonto, ich bin nicht mal mehr Mitglied im Verein und das Bankkonto, ich habe die ganze, als Kassenwart, die gesamte Kasse auf das Bankkonto eingezahlt, als Anreiz dafür, dass sie ihre Sachen schnell auf die Reihe kriegen und aus dem folgenden Grund, da geht jeden Monat Bankgebühr runter. So, die wollten gerne das ganze Geld ausgezahlt kriegen. Ich habe denen mehrfach erklärt, Leute, ihr habt da irgendwas nicht ganz begriffen, so bescheuert bin ich nicht. Dann zahle ich das ganze Geld aus und die Bankgebühren zahle ich dann von meinem Geld für euch. Also ich musste das mehrfach erklären und ja, es war im April noch Geld auf dem Bankkonto drauf. Und da denke ich mir, ja gut, im Reden tust du nicht mehr mit denen, aber ich habe es denen schon erklärt, was sie machen müssen. Und zwar kann nur der neu gewählte Vorstand mit den aktuellen Papieren den Kassenwart dazu ermächtigen, dass der das Konto auf sich übertragen lässt. Da jetzt Marcel Klümpers als vertretender Vorstand zugleich Kassenwart geworden ist, wo man sich schon was bei denken kann, was das für Leute sind, die da gewählt haben. Ist es da ein bisschen einfacher? Könnte man meinen, nein, es ist viel schwieriger, weil wie kriegt man den dazu, irgendwas zu machen? Aber ich habe mir dann gedacht, wartest du erstmal und dann musst du dann im Ernstfall den einzigen Dauerauftrag kündigen, beziehungsweise das Konto zum Ende des Jahres kündigen. Dann bin ich in die Bank gegangen und dann 14 Tage vorher hat er das wirklich hingekriegt, das Konto auf sich zu übertragen. Kein Mensch hat mir das mitgeteilt. Das heißt, die reden auch nicht mit mir. Und damit sehe ich mich sehr bestätigt, dass ich auch nicht mehr mit denen rede. Und habe dann gesagt, ja, wissen Sie was, so, jetzt ist der da Kontobevollmächtigter, ich stehe auch noch drin, löschen Sie das bitte. Löschen Sie meinen Namen, löschen Sie das, ich will da keinen Zugang zu haben, ich will da nichts mehr zu tun haben. Und ja, es heißt also, nach ungefähr 8,5 Monaten, ungefähr jetzt im Juli, Anfang Juli, habe ich das erst hinter mich gebracht. So, bis dahin war ich sozusagen aus der Nummer nicht raus. Die machen ein halbes Jahr Quatsch und ich stehe im Vereinsregister, ne? Und dann, ich bin nicht mal Vereinsmitglied, ich habe das Vereinskonto. Also, ja, da packt man sich halt an den Kopf und das ist halt so. Deswegen kommt dieses Video jetzt einfach zum Einjährigen der Pressemitteilung,
weil es ist naheliegend so, wir haben Juli, ne? Ende Juli, am 31. ist das Ding erschienen, also warum nicht? Also für mich ist das Thema das deswegen, weil die es nicht schneller auf die Reihe kriegen, noch sehr aktuell. Und also, ne, und aus dem Blickwinkel, dass ihr es als Unterhaltung nehmt, geht das jetzt noch 2 Stunden so weiter. Es ist, ja, tragisch komisch. Ja, und dann nochmal zu meiner Entschuldigung. Ich meine, bei Micha Greif, es ist so, ich habe da schon 2014 gewisse Tendenzen feststellen können und wusste, ja gut, ich meine nicht nur ich, sondern mehrere, also, dass es da halt darum geht, dass er unheimlich gerne Öffentlichkeitsarbeit macht, und da hat er sich halt das Thema geschnappt, womit er dann da irgendwie Beachtung findet. Der Verein musste dann halt entstehen, damit er da irgendwie für diesen Verein und auch Ortsgruppe vom Deutschen Handverband dann als Sprecher in Erscheinung treten kann. Und da werde ich noch einiges zu sagen. Aber so muss man das sehen. Also, dass es in die Richtung geht, wusste ich. Dass jetzt mit Marcel Klümpers da irgendwie kein Jahrhundertgenie bei uns im Verein einen Vorstandsposten einnimmt, den er halt vor dieser besagten Wahl letztes Jahr im September schon hatte. Das wusste ich auch, aber man weiß schon mal die Richtung, aber man weiß halt nicht, wie weit es geht. Und das soweit zu meiner Entschuldigung. Und ich habe es auch nur so lange mitgemacht, weil hier dieses Modellprojekt auf dem Weg ist, gewesen ist, und ich da jetzt das nicht so einfach schmeißen wollte. Michael Greif ist im Herbst 2015 dann von Münster nach München gezogen und hat dann allerdings trotzdem seinen Posten hier weitergemacht. Und das lässt sich auch sehr leicht erklären. So, erstens, ich kann und will nicht alles machen und habe schon mehr gemacht, als ich wollte. Man hat es mir auch wirklich schwerer gemacht, als es gewesen wäre. Zweitens, dann muss es ja irgendjemand anderen geben, der da nicht nur willens ist, sondern auch die Kompetenz mitbringt, den man dann auch in der Öffentlichkeit reden lassen kann. Jetzt im Nachhinein wäre da wahrscheinlich jeder andere besser geeignet gewesen. Allerdings zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich das noch nicht. Und das ist immer halt als Erklärung. Wir hätten ja auch schon viel früher eine Neuwahl machen können, um dann da einmal im Vorstand alles klar zu kriegen. Das kann man sich dann sparen, wenn man nicht weiß, wen man ansonsten wählen soll, beziehungsweise diejenigen, die kandidieren würden, man definitiv auch nicht haben möchte. So, ne? Und das ist halt so, eines der tragenden Vereinsziele war, dass wir seriöser werden und damit mehr Leute bei uns eintreten und auf sinnvolle Art und Weise mitwirken. Und nicht das bisschen Arbeit, was wir auf die Reihe kriegen, noch zunichte machen. Wo es jetzt wohl mehr oder weniger drauf hinausgelaufen ist. Ne? Und ja, ich habe ja schon gesagt, dass es eine Millionärswahl gab, wo der DHV dann mit viel mehr Geld auch viel mehr machen konnte. Das war auch 2013, 2014 war das. Ich war sogar als Zuschauer in Köln. Das habe ich auch nur gemacht, damit da mehr Leute sitzen und nicht, weil ich das toll finde, weil ich gucke mir sowas nicht mal an. Und ich war dann auch einer von den Ersten, der Georg Wurth zu seinem Millionengewinn gratulieren konnte. Ja, und ne, aber so eine Million ist auch mal schnell durch. Weil er hat ja auch genau das gemacht, was er vorher angekündigt hat. Er hatte ungefähr einen Teil noch ans Finanzamt und die Hälfte von einer Million in Werbung verbraten, damit er weniger Steuern bezahlen muss. Und dann war das schon weg, das meiste. Ne? Ja, die Entwicklung vom Modellprojektantrag, das habe ich jetzt eigentlich schon in dieser Kurzfassung vorweggenommen. Wir haben
Anregungen gegeben. Die sind da auch, sage ich mal, mit Interesse gelesen worden, habe ich so den Eindruck. Und nicht nur ich konnte in diesen Planungsgruppen teilnehmen, sondern auch andere, die zwischenzeitlich da im Verein Mitglied gewesen sind. Und natürlich gibt es da auch Unstimmigkeiten, aber ich vertrete da jetzt auch nicht den Verein und nicht den Handverband, sondern ja, und um es vorwegzunehmen, dass der Handverband da irgendwie ein merkwürdiges Konzept hat. Die gewinnen die Millionen und da hat ja jetzt von denjenigen, der den Handverband über Jahre unterstützt hat, auch nichts in seine eigene Tasche gesteckt. So, ne? Und dann mit dieser Million konnten die auch Personal weiter aufbauen und auch die Einnahmen erhöhen, weil die ihre Bekanntheit deutlich steigern konnten und damit dann auch für ja, für diejenigen, die das Geld rüber springen lassen, interessanter werden. Und da haben die Personal aufgestockt. Die sitzen da in Berlin, die kassieren Gehalt, ne? Es ist vielleicht nicht viel. Und dann haben die da alle ganz viel Spaß und Freude. Und dann, das war Anfang 2017. Also das war eigentlich, das ging eigentlich schon los. Ende 2015 hatte ich geplant, dass wir unbedingt einen Flyer haben müssen. Ich bin hier ab diesem Zeitpunkt auch so mehr oder weniger der Motor vom Verein gewesen. Und dann haben wir aber noch irgendwie Kontakte geknüpft und dann sollten die uns den Flyer entwerfen. Und da ist aber nicht viel von rumgekommen. Da ist dann allerdings viel Zeit vertan worden, weil man fragt nach und wie läuft so und wann ist damit zu rechnen. Ja, ja, dann und dann. Und dann wartet man. Ja, und was kommt jetzt rüber? Ja, gar nichts. Dann habe ich dann, ohne dass ich die Kompetenzen habe, im Jahr 2016 im Sommer dann den ersten Flyer selber entworfen. Und im Anfang 2017 ging es dann da weiter mit den Flyern. Und der Deutsche Handverband hatte sozusagen schon den Plan, sozusagen Vorgaben für dieses Erscheinungsbild für Flyer, Werbematerial, Plakate und so zu erstellen, bevor ich dann sozusagen die Idee hatte, den Flyer zu gestalten. Also schon vor Ende 2015 hatten die ungefähr so was Ähnliches sich gedacht, dass die ganzen Ortsgruppen ja alle einen Flyer brauchen könnten. Und das ist dann Anfang 2017 gekommen. Das war auch super nett. Das kam super gut an bei uns, also wir haben uns wirklich mal wieder alle an den Kopf gepackt. Ich hatte auch ein bisschen Mühe und Not, das noch schön zu reden. Hier steht dann in dem ersten Absatz als zweiter Satz: Je sklavischer ihr euch daran haltet, desto konsistenter wird die Wirkung des DHV und desto seriöser sein Auftreten. Ja, da haben wir uns gedacht, ja, dann müssen wir uns jetzt alle in Ketten legen lassen und sklavisch verhalten, ne? Und dann haben wir uns das mal so angeguckt. So, ich bin ja noch der kompetenteste von den Leuten, die da so zu den Treffen gekommen sind, die da irgendwie annähernd sich als Aktive bezeichnen lassen könnten. Und ich habe mir dann angeguckt, ja, also, ne, ich meine, wir haben das nicht eins zu eins zu übernehmen, aber wir werden dazu angehalten, uns so sklavisch wie möglich daran zu halten. Habe ich mir gedacht, ja gut, dann mache ich jetzt erstmal 3 Jahre Berufsausbildung, dann kann ich das. Also wir fanden es alle super lustig, genauso wie die in Berlin. Wir haben alle gedacht, oh, super, super, super. Und jetzt habe ich allerdings viel über diesen einen Satz nachdenken müssen und der Begriff sklavisch ist nicht richtig. Der Begriff ist falsch gewählt. So, ein Sklave ist Privateigentum von jemandem,
der allerdings dafür Sorge zu tragen hat, dass seine Sklaven Essen, Kleidung, Unterkunft und medizinische Versorgung und Altersabsicherung haben, wenn man das wohlwollend formuliert mit Altersabsicherung. So, also ich meine, man kann sie natürlich vorher auch zu Tode schinden, dann hat man wieder Geld gespart. Aber was ich meine ist so, Sklave oder sklavisch ist in diesem Sinne als Begriff nicht richtig. Auch Arbeitnehmer, Angestellte oder Lohnabhängige wäre nicht richtig, weil wir kriegen ja nämlich allerhöchstens unsere Unkosten erstattet. Und damit sind wir dann auch noch eine Stufe unter dem Sklaven im Ehrenamt, weil wir müssen dann gucken, wie wir unser Leben bestreiten, um dann in unserer Freizeit kostenlos für die zu arbeiten, die da auf Gehaltsbasis von dem Geld, was wir da teilweise einbezahlen, leben und ganz viel Spaß haben. Ja, und deswegen hatten wir auch ganz viel Spaß und ich habe das dann noch irgendwie so hingekriegt, dass es zu dem damaligen Zeitpunkt noch weiterging. Weil ich saß da ja mit Leuten, die sich für die Cannabis-Legalisierung interessieren, allerdings nicht automatisch deswegen Fans vom Deutschen Handverband gewesen sind. Das Argument, warum wir denn eine Ortsgruppe beim Deutschen Handverband bleiben, habe ich immer gesagt, ja, die zahlen uns wenigstens unsere Unkosten, so, die wir haben. Wenn wir irgendwie was kaufen müssen, wenn wir irgendwas bezahlen müssen oder so, dann kriegen wir wenigstens Geld rein und müssen da jetzt für unsere Ehrenamtarbeit nicht noch auch unser eigenes Geld einsetzen. So, ne? Also es war ja noch Anfang 2017 der Zeitpunkt, wo ich immer versucht habe, den DAV so gut es geht schön zu reden. Ne? Und ja, also wir hatten immer viel Spaß. Ne, den Zettel habe ich auch schon gezeigt. Ja, dann haben wir hier jetzt, gehen wir mal wieder zu dieser Pressemeldung, wo ich dazu sagen möchte, dass Micha Greif ja ein sehr intelligenter und berechnender, also eine sehr intelligente und berechnende Person ist, die sich da nicht etwas, sondern einiges beigedacht hat und genau so diesen Shitstorm provozieren wollte, so nach dem Motto, dass andere Mainstream-Medien aufspringen auf diese Pressemeldung, die er da versendet und sich da so eine ganze Welle aufbaut, ne? Womit dann halt die Blicke dann auf ihn als damaligen Ortsgruppensprecher fallen würden, wo er sich dann als Modellprojektexperte ganz wichtig hervortun kann. Und ich möchte dazu sagen, wenn wir hier nicht nur irgendwie aus der letzten Parkecke, sondern wir diesen Antrag an die Stadt Münster gestellt haben, deren Antrag, der sehr gut überlegt ist, natürlich trotzdem nicht so große Aussichten auf Erfolg hatte, wenn wir das bemängeln, nach dem Motto, das wäre unverantwortlich, ne? So, die kriegen da maximal 2 Gramm Marihuana in der Woche geschenkt, ne? Und auch wenn sie weniger brauchen, dann könnten sie ja trotzdem 2 Gramm mitnehmen und dann noch irgendwie was auf dem Schwarzmarkt verkaufen. So, wenn die dann mehr Marihuana konsumieren, dann würde das ja die Studienergebnisse verfälschen. Und das wäre ja dann halt Cannabis und Freibier. Das, ich meine, einfach dieser Vergleich alleine, der
er zeugt ja schon davon, das ist keiner von uns. Das ist keiner von uns, ne? Hier Cannabis mit Freibier vergleichen, also nein. Also das kann man ja nicht machen. Und ne, also da bin ich immer so ein bisschen platt, wenn ich das hier wieder betrachte. Ich will noch einmal vor der nächsten kurzen Pause also die anderen Sachen vorlesen, also in der Überschrift schon mal Hanffreunde gegen Gratisgras. Im ersten Absatz wird dann noch der fertiggestellte Antrag zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 3 Absatz 2 Betäubungsmittelgesetz sei nun beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, eingereicht worden. Wir sind sehr erfreut über diesen Schritt, üben inhaltlich jedoch Kritik an der geplanten kostenlosen Abgabe. Wenn die Stadt Freibier ausgeben würde, würde auch mehr Alkohol getrunken werden. Somit werden die Forschungsergebnisse verzerrt. Außerdem könnte die Stadt durch die Abgabe zum Marktpreis hohe Einnahmen erzielen. So unser Sprecher Micha. Zudem steigt bei der Gratisabgabe das Risiko, dass Cannabis unter der Hand weiterverkauft würde. Unser Mitstreiter XXX macht deutlich, das Projekt soll die Auswirkungen einer Cannabis-Legalisierung prüfen, nicht die Auswirkungen von Gratisgras. Die Höchstabgabemenge beträgt 2 Gramm pro Woche, wobei in den ersten 4 Wochen maximal 1 Gramm abgegeben werden soll. Das entspricht 100 Gramm pro Person. Bei 100 Teilnehmern ergibt sich eine maximale Gesamtmenge des auf ein Jahr angesetzten Projekts von 10 Kilogramm. Die Stadt könnte somit bei einem Abgabepreis von 10 Euro pro Gramm bis zu 100.000 Euro einnehmen. Das Cannabis soll mit einem Informationsblatt, Beipackzettel vom Amtsarzt abgegeben werden. Eine Einrichtung von Konsumräumen oder eines Coffeeshops ist nicht vorgesehen. Ja, also das sind die Sachen, die ich mir hier gemarkert habe. Und ja. Ne, da kommt dann das nächste dazu, dass die Kosten kritisiert werden. Ja, natürlich. Wissenschaftliche Forschungsprojekte kosten Geld. Ne? Und wenn dann, sag ich mal, die Kosten über 100.000 Euro für dieses Gesamtprojekt anzusetzen sind, dann kann man auch sagen, ja, das ist viel Geld. Ne? Da könnte man auch eine Fußgängerampel von bauen und noch ein paar Zebrastreifen auf die Straße malen. Oder vielleicht noch irgendwo ein Stoppschild hinsetzen. Ne? Ja, so ist das eben. Das Leben kostet Geld, die Forschungsprojekte kosten auch Geld. Und Menschen in den Knast zu stecken, kostet auch Geld. Ja, warum sage ich das, dass das auch Geld kostet, Menschen in den Knast zu stecken? Und zwar habe ich hier die Zahlen vom Justizministerium Nordrhein-Westfalen 2016. Die geben an, dass ein Hafttag im Jahr 2015 dem Steuerzahler 133,55 Euro kostet. Ich habe da irgendwo auch noch in meinen Notizen ausgerechnet, was das in einem Jahr kostet. Und das wären dann 48.745,75 Euro. So viel kostet ein Haftgefangener in einem Jahr. Und das ist nur die Unterbringung in Haft. So Ermittlungsaufwand und dann Rechtsstreit, Prozesskosten und all das. Weil wenn da jetzt einer vom Richter steht, der ist mittellos, der kann ja dann auch noch Prozesskostenhilfe beantragen und so diese ganzen Geschichten. Da kommt ja eigentlich noch mehr dazu. Und jetzt wollen wir hier ein wissenschaftliches Modellprojekt in Münster machen. Und jetzt werden die Kosten scharf kritisiert. Und natürlich ist für jemanden mit normalen Verhältnissen ist das eine große Summe, ein großer Betrag. Aber der Staat, die Gesellschaft, hier wird tonnenweise Geld verbrannt für Sachen, die teilweise
sehr fragwürdig oder völlig unnütz sind, zum Beispiel Hanffreunde in den Knast zu stecken. So, die ansonsten allerdings nichts irgendwie gemacht haben, womit man da hinkommen könnte, sitzen da teilweise trotzdem. Und wenn wir jetzt mit diesem Cannabis-Modellprojekt das irgendwie hinkriegen könnten, da jetzt darauf hinzuwirken, dass sich solche Zustände schneller ändern, dann hätten wir bestimmt viele Millionen Euro für unsere Gesellschaft gespart. Und noch viel wichtiger, wir hätten dem Freiheitsgedanken, den wir in unserem demokratischen System nachkommen, Genüge getan. Weil Leute, die nicht fremdschädigend, sondern allerhöchstens selbstschädigend handeln, die sollen das bitte auch unbehelligt machen, ohne dass sich da irgendwie ein Staatsanwalt einmischt. Ansonsten sind das keine freien Bürger. Deswegen dazu, also man kann ja jetzt eigentlich alles, was da jetzt argumentativ einem entgegengeschmettert wird, in der Luft zerreißen. Ein Argument, was mir vom DAV noch vor den Kopf geworfen wird, ja, aber wenn die dann Marihuana geschenkt kriegen, da könnten andere Leute ja auch neidisch werden. Ist echt bitter, ne? Es ist echt wirklich bitter. Also, weil da jemand neidisch werden könnte, dass da in einem Cannabis-Modellprojekt jemand maximal 2 Gramm Marihuana geschenkt kriegen soll, ist das als Argument zu betrachten dafür, dass man zu blöd ist, um das Deckblatt von diesem Modellprojektantrag an die B-Farm zu lesen. Nein, es ist eine wissenschaftliche Studie. Für eine wissenschaftliche Studie wird kein Geld genommen. So, die Probanden könnten sogar noch Aufwandsentschädigung kriegen. So, das ist der normale Weg. Und die Probanden, die dann da irgendwie, da ruft nicht einer an und sagt, ja, sie können jetzt gratis Cannabis konsumieren. Sondern, ja, hätten sie Interesse, ja, dann müssen sie vorbeikommen, dann machen wir erstmal so ein paar Vorgespräche, müssen wir noch irgendwie ihre gesundheitliche Situation prüfen. Und eventuell werden sie dann ausgewählt, aber dass sie dann bei den Probanden reinkommen und nicht hinterher bei der Kontrollgruppe sind, können wir ihnen jetzt auch nicht versprechen. Und dann dürfen sie dann maximal 2 Gramm Marihuana einmal in der Woche abholen. Und dann müssen wir aber auch Urinscreenings machen, um zu gucken, ob sie das selber konsumieren oder da irgendwo auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Und was sie nicht selber brauchen, geben sie uns wieder zurück. Und dann müssen wir noch ein paar Fragebögen ausgefüllt kriegen und ein bisschen mit ihnen reden. So, und der durchschnittliche Mensch, sag ich mal, der wird sich denken, ja, das Thema ist mir sowieso schon unangenehm und dann soll ich da irgendwie dieses und jenes für tun und wenn ich sowas will, dann kann ich ja auch besser zum Schwarzmarkt gehen und es mir da kaufen. Ja, also so, jemand, der da irgendwie in Job und Familie eingebunden ist und der soll da jetzt noch irgendwie da rumrennen und da dann irgendwelche Fragebögen ausfüllen und Gespräche führen und Urinscreenings abgeben. Also ich glaube, der sieht das dann auch so, dass er dafür dann Geld bezahlt, und zwar irgendwo in Holland im Coffeeshop oder auf dem Schwarzmarkt, weil ihm dafür seine Zeit und seine Mühe bei diesem für viele auch immer noch heiklen Thema zu schade ist. Ne? Und ja, ja, dann, ich habe ja schon den Namen von meinem Nachfolger erwähnt, Marcel Klümpers. So, ich habe mir damals gedacht, ja, wir haben ja jetzt nicht die Möglichkeit, irgendjemanden anderen zu wählen. Da hat sich zwar noch jemand aufgestellt, allerdings, ich weiß, dass er gesundheitlich große Probleme hat, dass man mit dem dann, dass der viele Ideen hat, die er lang und breit mit einem diskutiert, allerdings aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme da dann halt nicht das meiste passiert. Und ich habe mir gedacht, dann ist dann vielleicht Marcel Klümpers die bessere Wahl, weil den kann man, ne, der, der,
der bringt vielleicht jetzt nicht die gleichen Kompetenzen mit und so und ist mir jetzt als persönlicher Freund auch nicht ganz so lieb. Aber der hat dann vielleicht wenigstens die Zeit und der kann sich dann vielleicht ganz gut mit integrieren. Und nein, Marcel Klümpers möchte gerne vorweglaufen und den Ton angeben. Und jedes Mal, wenn nicht das passiert, was er will, sagt er dann, warum muss denn alles so gemacht werden, wie Robert das will? Und bei den Sachen, die er dann gerne möchte, da können wir direkt mal ein Beispiel vorwegnehmen. Und zwar sind wir ja immer noch bei dieser Pressemeldung, die da auf den Weg gebracht wurde. Da hatten wir dann unter dieser Pressemeldung bei uns auf der Webseite eine rege Diskussion, wo auch die ein oder anderen Kommentare wegzensiert wurden, nicht von mir. Ich vermute mal, dass es unser Modellprojektexperte Micha Greif gewesen ist, der dann auch von Marcel Klümpers, den er ja dann auch gestützt hat und dann sozusagen dessen Vorstandswahl ermöglicht hat damit, wo die sich dann halt zusammen gegen mich durchgesetzt haben und alle anderen haben da wie Kühe auf der Weide gestanden und Löcher in die Luft geglotzt. So ungefähr kam mir das vor und egal wie ich auch versucht habe, denen was zu erklären, da ist nichts bei denen angekommen. Ich wurde zwischenzeitlich sogar von Marcel Klümpers verhöhnt, dass ich immer wieder dasselbe sage. Ja, es ist auch schade. So, ich sage dann immer wieder dasselbe. Wäre schön, wenn da mal was ankäme, so, ne? Wenn da mal entsprechende Reaktionen folgen würden. Ja, ist leider nicht passiert. Sondern eher das Gegenteil, ne? So nach dem Motto, der will das und das, dann machen wir das Gegenteil. Gut, aber jetzt in diesem Kommentar, also er, ich weiß, dass er mindestens zweimal solch einen Kommentar abgegeben hat und den einen habe ich als Screenshot gesichert, bevor der dann wahrscheinlich von Micha Greif gelöscht wurde. Robert, was spricht gegen eine Aufwandsentschädigung für beide Gruppen, in der auch den Erwerb von Cannabis berücksichtigt werden würde? Ne, ich bin als Handfreund gegen die Gratisabgabe von Cannabis. Das sind die gemarkerten Stellen, die habe ich mir hier notiert. So, und das war 2017, im Januar muss das gewesen sein. Da hatten wir schon so ungefähr den Punkt, wo ich dann erläutert habe, wie das beim Cannabis-Modellprojekt so ablaufen wird. Das ist dann halt einmal die Probanden, die kriegen es geschenkt und die Kontrollgruppe, die kriegt halt gar nichts, außer vielleicht 10, 20 Euro Aufwandsentschädigung dafür, dass sie da irgendwann mal hingehen und einen Fragebogen ausfüllen. Also wirklich, die Leute hätten nahe ihre Freizeit geopfert und dementsprechend nicht viel für gekriegt. Also da hätte sich jetzt wirklich keiner dran bereichern können, ne? Und dann sagt er, ja, aber warum kriegen die in der Kontrollgruppe nicht einfach Geld geschenkt, damit die sich was auf dem Schwarzmarkt kaufen können? Also diese Idee, dieser Gedanke, der ist so dermaßen absurd. Ne, also die Stadt Münster gibt den in Personen in der Kontrollgruppe Geld, damit die damit losgehen, um sich strafbar zu machen. Und auf dem Schwarzmarkt, diejenigen, die es denen dann verkaufen, würden sich ebenfalls strafbar machen. Und das hätte Marcel Klümpers gerne in diesem Cannabis-Modellprojekt drinstehen gehabt. Wobei ich nicht sicher weiß, ob er das soweit begriffen hat, dass wir das nicht zu bestimmen haben, sondern dass wir da als Bittsteller Vorschläge machen und darüber froh sein können, dass über diese Vorschläge nachgedacht wird. Und da waren jetzt nicht alle Vorschläge von sinnvoll. Und das ist auch nur das, um es mal ganz allgemein noch zu sagen, das auch nur alles das, was ich mitgekriegt habe, was vielleicht nicht mal die Hälfte ist, weil unser Ortsgruppensprecher hat da vielleicht noch regen Mailverkehr hier geführt und da noch mit Leuten gesprochen und sonst irgendwas gemacht. Ich weiß ja jetzt auch nicht, was sie da den ganzen Tag machen, ne? Denn ich bin ja jetzt auch nicht irgendwo ein Erziehungsberechtigter hier im Kindergarten Münster. Zumindest, das war dann schon Januar 2017 und ich habe das auch so erklärt, ja, niemals könnte so etwas genehmigt werden, weil die Stadt Münster kann ja den Leuten nicht Geld dafür geben, dass die sich strafbar machen. Das ist überhaupt nicht genehmigungsfähig, das funktioniert völlig ausgeschlossen. Und dann habe ich soweit erklärt, nur wie oft soll ich den Leuten was erklären? Die verhöhnen mich ja schon dafür, dass ich immer nur dasselbe normal erzähle, weil bei denen nichts ankommt.
Ne? Also so viel dazu. Ja, dieser Punkt, den Marcel Klümpers dann unter diese Pressemeldung gesetzt hat, der war mir nicht neu. Und das ist ja so peinlich, sowas, dass er sofort auch gelöscht wurde, wahrscheinlich von Micha Greif. Marcel Klümpers denkt in seiner Fantasiewelt wahrscheinlich, ich hätte das immer gelöscht. Und der letzte Kommentar, der dann noch von einem Patienten kommt, weil ich habe die Kommunikation dann aufgegeben, ich habe meinen Standpunkt da so weit hingeschrieben, auf sehr höfliche Art und Weise, weil ich bin in den Momenten echt vor Wut explodiert. Also wenn man vor Wut sterben könnte, wäre ich an dem Tag tot umgekippt. Und dann sozusagen hat da noch ein Patient, ja, und dann kriegen die das geschenkt und ich kann in der Apotheke nichts kriegen, weil nichts da ist und so. Das, und dann hat also so eine richtig sehr merkwürdige Fragestellung, wo Micha Greif dann richtig inhaltslos auch drauf geantwortet hat. Ja, man muss das mal eben so sehen, ja. Das sind maximal 10 Kilo, die dabei durchgehen würden. Und da nicht jeder Proband bis zum Schluss durchmacht, beziehungsweise nicht jedes Mal 2 Gramm abholt, wären es wahrscheinlich eher 5 Kilo geworden, die dabei durchgegangen wären. Und in dem Sinne, dass hier ein Jahresbedarf, der eher bei mehreren Tonnen liegt, ist das natürlich trotzdem ärgerlich, wenn da den Patienten was von weg konsumiert wird. Aber man kann das ganz anders aufziehen, und zwar kann man sagen, das führt vielleicht zu einer Normalisierung der Gesamtsituation, womit dann vielleicht auch etwas schneller der Eigenanbau für Patienten möglich wird, den viele Patienten nämlich auch deswegen möchten, damit sie die Qualität, die sie kriegen, selber kontrollieren können. Nicht nur die Sorte, auch die Qualität. Und also wir haben da einen Jahresbedarf von mehreren Tonnen so ungefähr, oder wir gehen zumindest in die Richtung. Und bis das Ding angelaufen wäre, also jetzt davon dann halt wahrscheinlich eher 5 bis 6 Kilo abzuzwacken, das fällt nicht ins Gewicht, ist für Patienten natürlich trotzdem unzumutbar, wenn sie ihre Medizin nicht kriegen. Aber es hätte vielleicht dann, wenn diese wissenschaftliche Studie sehr positiv abgelaufen wäre, einiges beschleunigt. Und da fragt man sich natürlich, ist das jetzt irgendwie so ein Fake-Patient? Weil ich habe dann den Namen auch noch gegoogelt, ich habe da auch irgendjemanden gefunden, allerdings keinen direkten Zusammenhang zu Cannabis oder Cannabis-Patienten gefunden. Und da ist natürlich die Sache, so nach dem Motto, damit da irgendwie diese Diskussion unter der Pressemeldung abschließt, womit Micha Greif sich als superschlauer Modellprojektexperte präsentieren kann, damit sich das, was da drüber, am besten keiner mehr durchliest, so, ne? Beziehungsweise, dass er das dann so drehen und biegen kann für die Leute, die halt nicht so viel Ahnung davon haben, dass er derjenige ist, der ganz verantwortlich ist. Er bittet darum, genau das wird gemacht und geliefert und erklärt die dann für blöd, weil nichts anderes macht er da. Der sagt, ihr habt das jetzt nicht alles so gemacht, wie ich das will, jetzt seid ihr ganz blöd. Ne? So kommt mir das vor. Und nicht nur mir. Weil dann hat ein anderes ehemaliges Vereinsmitglied sozusagen eine entschuldigende Pressemeldung geschrieben, die ich hier jetzt allerdings nicht vorlese. Allerdings, man sieht schon, dieses andere Vereinsmitglied, völlig unabhängig zu mir, hat das gesehen, ist vor Wut geplatzt und hat dann auch Kurzschlussreaktion da dann selber eine Pressemeldung verfasst, die dann wiederum von Micha Greif, der ja für uns alle, nicht nur im Verein oder beim Hanfverband, sondern für jeden Hanffreund da diese Pressemeldung verfasst hat. In dem Namen von jedem Hanffreund wollen wir also kein Gratisgras in einer wissenschaftlichen Studie. Oder auch ansonsten nicht, weil das könnte dann ja dazu führen, dass da irgendwie jemand das mitnimmt und dann auf dem Schwarzmarkt verkauft.
Gut. Ja. Hier dann noch meine Mail an Mariana Pinzen, die damals dann für die Ortsgruppen im Deutschen Handverband noch zuständig war. Ich habe da nur ein paar Sachen gemarkert. Mein Betreff: Micha gibt Medien-Hate-Überschrift vor. Ja, und die Pressemeldung hat uns Micha zur Kenntnis gegeben und sogar Georg hat drüber gelesen, einen Verbesserungsvorschlag gemacht und kommentiert. Von daher teilen wir deine harte Kritik an der Pressemitteilung nicht. Dann sind da noch so ein paar andere Höflichkeiten zu lesen. Ja. Ist auch relativ inhaltslos und irgendwo auch ein bisschen daneben. Nee, den Kommentarfight halte ich für äußerst ungünstig für die öffentliche Wahrnehmung. Ja, ich halte es für äußerst ungünstig für die Wahrnehmung von denjenigen, die da ein bisschen mehr zu wissen, wenn die Bittsteller geliefert kriegen, wie bestellt und die Gebetenen für blöd erklären, ne? Ich halte das für völlig daneben. Also das ist wirklich wohl das allerletzte, unteralleste Kanone. Allerunterste Kanone. So, ja, und ja, wir sollen die Kommentare doch bitte da wegnehmen und ja. Ja, demokratische Prozesse. Micha Greif spricht für alle Hanffreunde. So, das sind halt die demokratischen Prozesse. Hier werden diese zwei Wörter nochmal erwähnt. Aber legen wir das mal zur Seite. Ja, hier haben wir dann nochmal den Kommentarfight. Ja, aber das lassen wir jetzt erstmal weg, weil ich meine, wen es interessiert, der kann sich das ja gerne auch selber noch durchlesen oder steht da jetzt irgendwas Interessantes. Ja, hier erwähne ich noch, dass es absolut unseriös ist, in wissenschaftlichen Studien Geld von den Probanden zu nehmen und was denn damit ist, warum er das nicht erwähnt, dass sie von 28 Gramm auf 2 Gramm maximal pro Woche verjüngt haben oder verkürzt haben. Nö. Ja, und wenn man etwas Kostenloses bekommt, dann wird davon regulär mehr genommen. Das verzerrt die Studienergebnisse und ja, das ist ja ganz schlimm. Wenn jemand maximal 2 Gramm Marihuana in der Woche raucht, ne, und sonst vielleicht nur 1 Gramm rauchen würde, ja, wenn es denn was kosten würde und die Probanden würden nicht mehr hingehen und sich das aufgrund der Kosten nicht mehr abholen, würde das die Studienergebnisse vielleicht auch verfälschen. Wenn wir dann eine wissenschaftliche Studie zu den Auswirkungen von der legalen Verfügbarkeit von Marihuana auf erwachsene Menschen, auf gesunde erwachsene Menschen machen. Und da geht keiner mehr hin, um sich was abzuholen und keiner konsumiert noch was, weil das Geld kostet. Könnte das sein, dass das die wissenschaftlichen Studienergebnisse verfälschen würde? Ja, ne, und ja, ich war früher auch der Überzeugung, dass der Deutsche Hanfverband unheimlich daran interessiert ist, den Eigenanbau zu entkriminalisieren. Dann könnte jeder da irgendwie ein paar Pflanzen anbauen und der eine kann es natürlich, der hat dann da pro Pflanze 100 Gramm oder noch mehr und der andere kann es natürlich nicht und er hat gar nichts und der steht dann da und ist ganz neidisch. Wahrscheinlich ist das nicht gut, wenn einer auf den anderen neidisch ist und wahrscheinlich ist das jetzt so, dass wir alle da in den Laden gehen müssen, um dann 10-Euro-Programm zu bezahlen. Ihr könnt das gerne beim Deutschen Handverband selber erfragen, ob sie da jetzt irgendwie ihre Sta ob sie, ne, sag ich mal, diese einstigen Positionen jetzt einfach über Bord geworfen haben, die Basis verraten, sich von denen bezahlen lassen und sich dann über die lustig machen oder was genau da gerade passiert. Ihr kriegt bestimmt ein paar saublöde Antworten, so wie ich das auch hier regelmäßig, also was heißt regelmäßig, ich habe die Kommunikation ja weitgehend abgebrochen, aber
Bei den Antworten, die ich dann insgesamt noch da in meinem Mailfach habe. Ne, aber wie gesagt, diskutiert das gerne mit denen aus. Ja, ich habe es ja noch versucht, da irgendwie in diesem Kommentarstreit zu klären. Ich habe das auch deswegen öffentlich gemacht, weil die Pressemeldung ja an mir vorbei online ging, wobei ich noch im Impressum stehe. Da steht ein Quatsch, da würde ich den Leuten am liebsten eins für mitgeben. Und ich stehe dann im Impressum da noch als Verantwortlicher drin. Und ich habe das deswegen öffentlich gemacht, damit da nicht irgendwer bei mir an der Tür klingelt und mir die Fresse einschlägt, weil er von mir dann halt die Adresse hat und von den anderen Leuten da nicht. Ne, also nur so am Rande, so, weil also so ein Schwachsinn. Also so eine Frechheiten und Gemeinheiten gegenüber der Stadt Münster und so, also da kann einem schon mal vor Wut echt der Kragen platzen. Ja. Ne, natürlich hatten wir das mehr oder weniger abgesprochen, also eher weniger abgesprochen, dass dann eine Pressemeldung geschrieben wird, weil Micha Greif macht sowas ja ständig. Für was soll er das noch absprechen? Ja, da ist jetzt irgendwas, oh, ich kann wieder in der Öffentlichkeit Öffentlichkeitsarbeit machen und dann werde ich beachtet. Wahrscheinlich hatte er die Pressemeldung schon vorgeschrieben und hat dann die 28 Gramm gegen 2 Gramm ergänzt, ausgetauscht. Und dann, damit das so schnell wie möglich abschicken kann, um dann den Mainstream-Medien die Stoßrichtung vorzugeben, damit es da einen riesengroßen Shitstorm gibt und alle ihn beachten und ganz wichtig und ganz super vernünftig finden. Ne? Das ist ja dann auch ganz super vernünftig für den normalen Zeitungsleser, der da gar keine Ahnung von dem Thema hat. Ja, das ist gefährlich. Ne? Und dann kriegen die das geschenkt, das ist ja nicht richtig so. Ja, ne, also, es ist eine wissenschaftliche Studie. Würde man diese wissenschaftliche Studie mit Schnaps durchführen, dann müssten die Probanden ganz bestimmt nicht ihren Schnaps bezahlen. Und Alkohol und Cannabis zu vergleichen, das sehen wir schon im Straßenverkehrsrecht. Wer sich da ein bisschen auskennt und weiß, dass Alkohol sich linear abbaut und THC eben nicht, der weiß doch schon, diese beiden Substanzen kann man nicht miteinander vergleichen und das gilt eigentlich für alle Punkte. Man kann diese beiden Substanzen nicht miteinander 1:1 übertragen, es geht nicht. So, Alkohol ist viel gefährlicher, viel ungesünder, enthemmt die Leute werden straffällig und Cannabis, die Leute sind entspannt, sie sind friedlich, sie haben einen schönen Tag. Müssen nicht kotzen und wachen am nächsten Tag ohne dicken Kopf auf. Ne? Und wem die eine Sorte nicht gefällt, der raucht halt eine andere, mit der er sich wohler fühlt oder lässt es bleiben. Da brauchst du jetzt keine Verbote für. Und einen regulierten Markt will ich deswegen, weil ich auch für Autos oder für Kaffee oder für Babywindel einen regulierten Markt haben will, wo dann die Produkte, die in den Handel kommen, geprüft werden. Aber ich will auch Eigenanbau, wo jeder auf seinem Balkon, in seinem Garten oder unter Kunstlicht sein Marihuana anbauen kann. Für sich selber und vielleicht auch für seine Freunde, um hier und da mal 2 Gramm zu verschenken. Ja, ne, also hör auf zu lügen und erklär einfach, dass du nur die Plattform brauchst, um dich selbst in den Medien toll darzustellen. Also ich habe da schon einiges reingeschrieben in diesen, weil mir, also ich war da echt so wütend. Ne? Und dann lese ich den Rest da von dem Abschnitt auch noch. Mit dieser völlig misslungenen PM gibst du den Medien also die Schlagzeile vor, die schon rumgeht, willst du nicht mehr, ne? Ja, er gibt die Schlagzeile vor, die bereits rumgeht, in dem Moment, wo ich das schreibe. Willst nicht mehr kandidieren, da du abgesehen bei den Neuen und bei Marcel völlig abstinkst und eh nicht mehr gewählt wirst, so hast du dich nicht. Ne, so hast du dich ja nicht aufgestellt und kannst sagen, dass du sonst natürlich gewählt worden wärst und wir ohne dich halt unfähig sind. Dafür richtest du hier noch so viel Schaden wie möglich an und lässt uns damit stehen, um woanders zu wirken, wo du dann vor die gleiche Wand läufst.
Ne, das kann hier eine echt böse Runde machen und mit deiner Bullshit-Überschrift und der kranken PM von dir, die du im Namen der Hanfreunde Münster schreibst. Du bist weg und wir bleiben damit stehen. Ne? Und er ist ganz wichtig und wird voll beachtet und alles. Ja, und ich meine, unser Modellprojektexperte hat ja jetzt jüngst auch ein weiteres Modellprojekt in München an den Stadtrat eingereicht, und zwar damit Patienten im Cannabis Social Club für sich selber anbauen können. Ne? Und da habe ich mir auch gedacht, ja, da ist ja wieder der Richtige zugange, um dann in den Medien. Also er zieht sich hier aus Münster zurück, weil er aus beruflichen Gründen die Zeit nicht mehr hat. Das geht auch gleich noch aus einer Pressemeldung hervor, die die Hanfreunde Münster in der WN platziert haben. Und aus beruflichen Gründen zieht er sich dann zurück. Er muss da jetzt erstmal für sich selber da weiter gucken und so, weil er genau weiß, dass er ohne gemeinsamen Feind mit Marcel Klümpers genauso wenig reden kann wie andere Leute, weil es einfach nicht geht. Also fährt er uns so gut es geht vor die Wand, wo wir für ihn nicht mehr nützlich und sinnvoll sind. Begründet das, ich habe aus beruflichen Gründen keine Zeit. Während er dann ansonsten weiterhin versucht, überall in Erscheinung zu treten, als kann Modellprojektexperte oder irgendwie ganz vernünftig charmant irgendeinen Quatsch zu erzählen und da zeitintensiv ein Modellprojekt in München anzuregen. Um das nochmal ganz kurz am Rande erklärt zu haben.